Herzlich willkommen zu unserem Podium zum Thema Aus gestern lernen. In der nächsten Stunde wollen wir mit Vertretern und Vertreterinnen aus Politik, von den Leistungsträgern, von den Leistungserbringern, von den Interessenvertretern der Betroffenen und allen Beteiligten über die Teilhabe am Arbeitsleben sprechen, und zwar im historischen Kontext. Ich begrüße dazu meine Gäste. Digital zugeschaltet ist uns Detlef Scheele, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit. Hallo Herr Scheele, schön, dass Sie dabei sind. Hallo, hallo. Grüße Sie. Und zugeschaltet sind auch Kerin Stumpf, die Vorstandsvorsitzende der Hamburger LAG für behinderte Menschen, einer Vereinigung der Selbsthilfeverbände behinderter und chronisch kranker Menschen, ihrer Freunde und Angehörigen mit ihrem Sohn Pelle Stumpf. Hallo an Sie beide, grüße Sie. Hallo, schön, dass wir hier sein können. Sehr schön. Und hier vor Ort begrüße ich neben mir Regina Jeck. Sie ist Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und Sprecherin für Menschen mit Behinderung der SPD-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft. Herzlich willkommen, liebe Frau Jeck. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und Herrn Sönke Abels begrüße ich. Der ist Delegierter für Alsterarbeit in der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte in Hamburg. Herr Abels, seien Sie herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch ebenfalls sehr gerne. Herr Tretow ist Vorsitzender der LAG Werkstatt für behinderte Menschen Hamburg e.V. und Geschäftsführer der Elbe Werkstätten GmbH. Rolf Tretow, ich begrüße Sie. Hallo Herr Walter, schön, dass Sie da sind, und ich freue mich, dass Sie uns heute durch die Veranstaltung moderieren. Das habe ich vor, vielen Dank. Und ganz zu meiner Äußeren begrüße ich, also von Ihnen aus gesehen ganz links, begrüße ich denjenigen, der den Impuls zu dieser Podiumsdiskussion geben wird. Dr. Sven Tode, seit 2011 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft für die SPD, Gründer und Leiter des Instituts für Firmen- und Wirtschaftsgeschichte und Autor der Festschrift Von der Segregation zur Inklusion zum 100-jährigen Bestehen der Elbe Werkstätten. Herr Dr. Tode, ich freue mich, dass Sie da sind. Trotzdem Sie bei Let's Dance sich einen kleinen Unfall geholt haben, offensichtlich, haben Sie sich trotzdem zu uns gegeben. Das finde ich besonders bemerkenswert. Wir freuen uns jetzt sehr auf Ihren Impuls. Bitte schön. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank an das Podium. Und ich freue mich natürlich auch, Ihnen einen kleinen Impuls zu geben. Der ist natürlich aus historischer Sicht. Und hoffentlich gibt er auch einige Anregungen für die weitere Diskussion. Blind, mit verätzenden Atemwegen, Bein oder Arm amputiert, wandelten Menschen durch die Straßen als sichtbare Mahnung eines industrialisierten Krieges. Josef Roth sprach 1920 angesichts der 2,7 Millionen Kriegsinvaliden von lebenden Kriegsdenkmälern, die die Straßen bevölkerten. Der Krieg brachte 8 Millionen Kriegsinvaliden. Allein in Deutschland, so die offizielle Zahl, 1,5 Millionen invalide Soldaten. Es gibt gute Gründe, diese Zahlen als geschönt anzuzweifeln. Realistische Hochrechnungen gehen von etwa 2,7 Millionen dauerhaft kriegsbeschädigter Soldaten aus, was etwa 11% der insgesamt 24,3 Millionen verletzten und schwer verletzten Soldaten entsprechen würde. Zu versorgen waren außerdem 533.000 Kriegswaisen und etwa 1,2 Millionen Kriegerwitwen. In einer militärisch dominierten Gesellschaft wie der deutschen ging es darum, die Kriegsinvaliden arbeitsfähig und arbeitsfroh zu machen. Somit wurde im Verlauf des Krieges der Soldatenkörper Teil einer Mobilmachung, die auch in der Heimat zurückgekehrten Kriegsinvaliden umfasste. Es folgte ein Diskurs über die Verkörperung gesellschaftlicher Kriegserfahrungen, nicht nur in einer militarisierten Kriegs- und Körperökonomie, einer ständigen Wiederverwertungsmaschinerie, die eine Art Fließbandsystem der körperlichen Reparierung und Erneuerung schufen, um so erstens die Wiedereingliederung der Kriegsinvaliden in die Gesellschaft zu ermöglichen und dadurch zweitens körperlich gesunde Männer für den Fronteinsatz wieder freizusetzen. Mit Kriegsende bestand das Hauptziel der Kriegsinvalidenfürsorge in der Reintegration der Kriegsinvaliden in die Erwerbstätigkeit. Die Artikel der Zeitschrift für Krüppelfürsorge waren durch Rationalisierungsbestrebungen und von einem Produktionsparadigma geprägt, das auf die schnelle, reibungslose Wiedereingliederung der Kriegsinvaliden in den industriellen Arbeitsprozess als Ziel hatte. Zugleich galt es aber, einen Bedeutungswandel in der gesellschaftlichen Akzeptanz für Menschen mit Behinderung zu vollziehen. Denn es war der Staat, der diese Kriegsgruppe schuf,
Es musste also auch der Staat sein, der aus den Invaliden Helden machte. Die Zeiten seien wohl vorbei, so meinte Dr. Adolf Natzler 1915 als leitender Lazarettarzt in Würzburg, in dem mit dem Wort Krüppel der Inbegriff alles Hässlichen und Abstoßenden verbunden war. Und wenn das Wort Krüppel heute schon nicht mehr den üblichen Klang hat wie vor Jahren einmal, so ist das Wort Kriegskrüppel ein Ehrenname. Der Krüppel wurde hier in Gruppen unterschieden. Jenen Behinderten, die durch Geburt, durch Unfälle oder medizinische Kunstgriffe behindert wurden, und jene, die für das Vaterland die Unversehrtheit ihres Körpers aufs Spiel setzten. Bis heute geht die Unterscheidung in der Sozialversorgung. Kriegsopfer sind in ihrer Alimentierung deutlich besser gestellt als Sozialopfer. Offensichtlich hatte der Krieg aber auch den Blick auf Menschen mit Behinderung erweitert. Waren es zuvor vor allem christliche, karitative Einrichtungen und Initiativen, die sich um Menschen mit Behinderung bemühten, sie aber bis in den 70er Jahren noch häufig hinter hohen Mauern versteckten und sie der allgemeinen Öffentlichkeit als Gesellschaftsmitglieder entzogen, führten die Folgen des Ersten Weltkrieges zur staatlichen Fürsorge. Fürsorge für alle, die vorher in sinnlosen Wellen und Wellen von Maschinengewehrfeuern für Kaiser und Vaterland geschickt wurden. Die Sichtbarkeit in Familien, Nachbarschaften, in der Öffentlichkeit des Krieges, die Entmannung der Familienoberhäupter in einer militärisch-patriarchalischen Gesellschaft rütteten an den Festen staatlicher Ordnung. Fürsorge war nicht nur Nächstenliebe, Fürsorge wurde Grundlage von Macht und Strukturerhalt. Wie vielerorts in der Weimarer Republik gründete sich allgemein Fürsorgeanstalten für Kriegsinvaliden und Menschen mit Behinderung. In Hamburg war es am 1. August 1920 die Hamburger Werkstätten für Erwerbsbeschränkte, vor allem und zunächst zur Versorgung der Kriegsinvaliden. Sie sollten eine Aufgabe erhalten, die Kriegsinvaliden, durch Arbeit Anerkennung gewinnen und in den Produktionsprozess eingegliedert werden. Zugleich sollten sie aber auch als lebende Kriegsdenkmäler, so wie Roth das beschrieben hat, dem öffentlichen Alltag entzogen und somit unsichtbar werden. Denn, das Zitat, man könne nicht akzeptieren, dass diese Verwundeten und Krüppel nun als Leierkastenmänner oder als Hausierer durch die Straßen ziehen. Man stünde also mit diesen Kriegsinvaliden vor einem Problem von denkbar größter ethischer und wirtschaftlicher Bedeutung. Schließlich war die Invalidenversorgung marginal und völlig unzureichend, um den Lebensunterhalt der Kriegshelden zu sichern. Statt aber eine Invalidengesetzgebung zu kritisieren, in deren Mittelpunkt nicht Rehabilitation, sondern ein Minimum an Unterstützung durch den Staat stand, sollten die Kriegsinvaliden wieder selbstständig ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Ziel war es also, Invaliden gemeinschaftsfähig zu machen, sie mithin in nützliche und produktive Subjekte der Gesellschaft zu wandeln. Die Begriffe Nützlichkeit und Produktivität waren damit unmittelbar verknüpft mit der Eingliederung in den Produktionsprozess. Die Werkstätten sollten Übergangsstationen sein, um in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Nun werden Sie sich fragen, warum müssen Sie sich so eine vergleichsweise lange Schilderung des Ersten Weltkrieges anhören, wenn es doch hier um Menschen mit Behinderung im Hier und Jetzt geht. Die Antwort ist einfach. Als Historiker schraubt man immer zurück. Aber nicht nur um den Selbstwillen historischer Rückblicke, sondern vielmehr um gesellschaftliche Veränderungen aufzuzeigen und heutige somit nicht nur als singulär und neu, sondern vielmehr als kontinuierlichen Prozess zu begreifen. Und der Paradigmenwechsel der 20er Jahre mit den Kriegsinvaliden ist ein wesentlicher Einschnitt in der Behandlung der Krüppel. Schauen wir weiter zurück in der Geschichte, wurden Menschen mit Behinderung, je nach Zeitgeist, als besondere Geschöpfe Gottes gesehen, als Ebenbild der Vielfalt menschlichen Daseins. Der Spiegel eigener Existenz wurde durch Menschen mit Behinderung abgemildert. Vollkommenheit konnte erst durch die Unvollkommenheit einer Behinderung erfasst werden. Menschen mit Behinderung dienten aber auch als Narren, wurden zur Belustigung ausgestellt oder ihnen wurde teuflische Besessenheit unterstellt. Luther empfahl sogar, Wechselbälger zu ertränken. Und mit dem erstarkenden Kapitalismus schließt sich schließlich der Kreis, in dem die Verwertbarkeit des Körpers als Kapital diente. Und eingeschränktes Kapital, in Form von Behinderung,
war minderwertig und nicht voll zu nutzen. Mit dem Nationalsozialismus kam zum kapitalistischen das rassistische Moment. Neben der rassischen und genetischen Klassifizierung von Ariern, nordischen Menschen und Slawen kamen die minderwertigen sozialdarwinistischen Konstrukte, die unnützen, die nicht produktiven, aber vor allem die Erbmasse befleckenden, unwerten Leben differenzierte. Nicht allein die viel zitierte Zuschaustellung in Schulbüchern und Zeitungen, die Kosten von Betreuung von Behinderten und der suggerierten Verschwendung von rassisch hochwertigem Menschenmaterial zur Pflege dieses unwerten Lebens prägten das propagierte Menschenbild. Aus Bildern wurden Realitäten. Die arischen Mustermenschen wurden durch die Euthanasie befreit und von allen unnützen Aufgaben entlastet. Und die Beschmutzung der Erbmasse wurde durch Zwangssterilisation vorgebeugt. Dass Erziehung und Sozialisation eine lange gesellschaftliche Bindungskraft entfalten, wissen nicht nur Historiker und Soziologen. Gesellschaftssysteme ändern sich. Das Denken, die Prägung und politische Muster überdauern, oft Generationen. So auch die Vorstellung der NS-Zeit über sogenanntes minderwertiges Leben. Antisemitismus und Zigismus ist zwar noch deutlich älter, wurde aber in der NS-Zeit massiv verschärft, von der Propaganda bis zum industriellen Massenmord. Und so ging es auch vielen Menschen mit Behinderung, die zwangssterilisiert, gezielt durch Nahrungsmittelentzug verhungerten und systematisch ermordet wurden. Ein Trauma für alle Überlebenden, eine Erfahrung im kollektiven Gedächtnis. Letztlich ist auch die Gemeinschaftsunterbringung, die Geschlechterdrängung und die Leugnung jeglicher Sexualität von Menschen mit Behinderung in diesen Denkstrukturen zu verorten. Wir können uns nicht von der Geschichte trennen und sie ist keineswegs am Ende, wie sie noch vor Jahren postuliert wurde. Unser Bild von Menschen mit Behinderung wird unbewusst durch Geschichte, Sozialisation und kulturelle Vorgaben geprägt. Die jahrelange Wegschließung von Menschen mit Behinderung, das Einfärchen hinter hohen Mauern, die Unsichtbarkeit wurde mit Nicht-Existenz gleichgesetzt. Das Fremde, das Unbekannte, das Unfassbare und Unbegreifliche, die Hilflosigkeit und Endlichkeit menschlicher Einflussnahmen führte zur Resignation und Verdrängung und zuweilen auch der Glauben an übersinnliche Mächte. Die Vielfalt menschlichen Daseins und deren Sinn können wir nur individuell ergründen. Dafür ist die Sichtbarkeit und die Normalität dieser Vielfalt Voraussetzung. Und jeder Schritt dahin führt zur Weiterung des Daseins. So war es mit der Integration, die von Gruppenzuordnung ausgeht, um durch Trennung die Wahrnehmung besonderer Bedürfnisse und Vielfalt zu schärfen. Die Integration war mithin die Voraussetzung für die Erkenntnis der Inklusion, für die Vielfalt in Einheit. Jetzt wurde die Frage gestellt, wie sieht wohl die inklusive Arbeitswelt der Zukunft aus? Wie die Frage zu beantworten ist, gibt es natürlich, da gibt es auf dem Podium sicherlich berufenere Personen als mich als Historiker. Lassen Sie mich trotzdem ein paar Impulse geben. Wesentlich ist, wie die Arbeitswelt der Zukunft sich überhaupt gestaltet. Allein die Ausgangslage entscheidet bereits für die Inklusion in dieselbe. Und das gilt für alle Menschen ganz inklusiv. Führen wir uns allein die Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen vor Augen und schon stellt sich die inklusive Teilhabe von Menschen mit Behinderung von einem Tag auf den anderen zur heutigen Situation ganz anders dar. Oder blicken wir auf den Wandel der Arbeitswelt durch Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz. Wie sieht die Arbeitswelt 2050 aus? Welche Beschäftigung finden Menschen, die im Rationalisierungsprozess ihren Arbeitsplatz verlieren? Wird der Niedrigsektor überhaupt bleiben? Und damit auch Menschen ohne Qualifikationsnachweis Arbeit bringen? Was wird aus Busfahrern und Busfahrerinnen? Was aus Kassiererinnen? Aus Bankkaufleuten und Versicherungsmathematikern? Um nur einige gefährdete Berufsfelder aufzuzeigen. Hier lohnt auch ein Blick zurück. Die Befürchtung, durch die Einführung von Computern in den Arbeitsprozess würden gerade Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung wegfallen, haben sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil. Sie sind mit den neuen Herausforderungen gewachsen und haben gezeigt, welche Anpassungsfähigkeit in vielen Menschen steckt. Aber auch die Frage, wie viel ist uns Kunst, Kultur im Allgemeinen wert, hat erheblichen Einfluss auf die Frage der Inklusion. Oder schauen wir auf das Bewertungsgefüge und das Anerkennungssystem im Wandel, das neue gesellschaftliche Wertigkeiten schafft, wie derzeit die Renaissance des Handwerks oder auch die sogenannten systemrelevanten Berufe.
Kurzum, die Frage der Inklusion ist immer eine im Zusammenspiel mit der allgemeinen Entwicklung und das allein zeigt, dass Inklusion die ganze Gesellschaft betrifft. Schließen möchte ich mit einem Wunsch, der mich verstärkt durch die Beschäftigung mit der Jubiläumsgeschichte der Elbe-Werkstätten bewegt. Das bekannte Motto, nicht über uns, ohne uns, ist ein hehres Ziel. Allein es bleibt immer noch Forderung statt Realität. Voraussetzung der Unabhängigkeit in einer kapitalistischen Gesellschaft ist die ökonomische Teilhabe. Da muss Einkommen Leben ermöglichen. Es muss auch bei Menschen mit Behinderung Verwandtschaftsbesuche, Ausflüge, Urlaube, kulturelle Teilhabe und Betreuung sicherstellen, muss Unterhalt und Arbeitslohn in ein Verhältnis setzen, muss die Vielfalt der Behinderung berücksichtigen bei der Zumessung individueller Leistungsentlohnung, muss Anreiz, aber kein Zwang sein. Und wenn ich auf das Podium schaue, finde ich genügend Ansprechpartner, denen ich gern diesen Wunsch einer Entlohnung von Menschen mit Behinderung, die ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht, mitgeben würde. Denn auf die Frage, wie eine Gesellschaft aussehen muss, die wirklich inklusiv ist, ist die Erfüllung meines Wunsches sicher eine zentrale Voraussetzung. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Tode, für diesen Impuls, der ja zunächst durchaus etwas bedrückend war, wenn man so in die Historie zurückschaut, aber zum Glück auch so einen positiven Ausblick in die Zukunft erlaubt. Und wie Sie sagen, nichts über uns ohne uns. Herr Abels sitzt mitten unter uns und er ist betroffen. Das, was Herr Dr. Tode gerade gesagt hat, also eine zukünftige inklusive Arbeitswelt, sollte vor allen Dingen ein auskömmliches Einkommen beinhalten. Das können Sie wahrscheinlich voll und ganz unterschreiben, oder? Ja, natürlich. Also in meinen Augen ist das auch wichtig. Es ist, wie soll ich sagen, mir fehlen jetzt die Worte. Was ist Ihnen wichtig? Keine Grundlage. Ja, eine Grundlage sicherlich auch, aber eine Anerkennung der Leistung, die ein behinderter Mensch macht. Diese Anerkennung, die fehlt in ganz vielen Werkstätten, weil der durchschnittliche Verdienst liegt teilweise bei unter 200. Und das ist keine Anerkennung in meinen Augen. Ja, vielen Dank, Herr Abels. Das ist sozusagen der Impuls für die Zukunft. Aber jetzt blicken wir doch noch einmal kurz zurück. Sie haben ja begonnen eigentlich beim Beginn der Elbe-Werkstätten, damals 1920 gegründet. Herr Scheele, Sie haben ja die Elbe-Werkstätten einen Teil Ihres Weges begleitet, und zwar 2010 als Geschäftsführer der Peer Holding GmbH. Damals haben Sie Elbe-Werkstätten, Hamburger Werkstatt und Winterhuder Werkstätten innerhalb eines Jahres zu Elbe-Werkstätten GmbH fusioniert. Das klingt ja so ein bisschen nach Konsolidierung und nach Primat der Wirtschaftlichkeit und nicht so sehr nach Teilhabe und Inklusion. Also was das betrifft, hat sich das dann doch nicht so sehr geändert seit gestern, oder? Also ich glaube, die Frage der Konsolidierung der Werkstätten und der Zusammenlegung der drei Werkstätten, Rolf Tretow kann dazu ja auch was sagen, da war ja dabei. Also das war verantwortlich. Ja, der war genauso verantwortlich wie ich. Wenn wir das nicht gemacht hätten, gäbe es die Werkstätten heute nicht mehr. Also die eine war bilanziell überschuldet, die nächste war nicht zahlungsfähig und die dritte hatte erhebliche Brandschutzprobleme im Winterhuder Weg. Und ich glaube, dass die Behörde, der damalige Sozialsenator Dietrich Versich und wir gesagt haben, wir legen das zusammen, machen es preiswerter, diente nur und einzig dem Zweck, das, was man an Rationalisierungsgewinnen hatte, wieder zu investieren in die Zukunft der Werkstätten. Denn sonst würde ich mal sagen, ich habe es ja hinterher dann auch aus der Senatsseite gesehen, wäre das nur noch zu unermesslichen Kostensätzen möglich gewesen. Insofern hat die Frage sozusagen der inhaltlichen Ausrichtung und unserer damaligen, Rolf, du kannst es ja noch mal anders kommentieren, und unserer damaligen Zielsetzung, also dem Finanzvolumen der Werkstätten, also gewisse Zügel anzulegen und Gestaltung wieder möglich zu machen, das hat mit den anderen nichts zu tun, also nichts mit der inhaltlichen Ausrichtung. Wir haben damals mehr auf Außenarbeitsplätze gesetzt, das hatte einen inhaltlichen Aspekt. Das Schöne war, wobei ehrlicherweise ausgelagerte Arbeitsplätze sind nicht viel preiswerter als Werkstattarbeitsplätze, die in der Werkstatt sind.
Aber die Frage, auf ausgelagerte Arbeitsplätze zu setzen, das hatte sehr wohl einen gesellschaftlichen Aspekt, nämlich zu sagen, Sven Tode hat ja vorhin von Menschen sichtbar gemacht, zu machen, zu sagen, ich komme gerade von der Diskussion mit der bayerischen Wirtschaft zu dem gleichen Thema, ich finde, Menschen gehören auf die Straße und ins Straßenbild und sichtbar in Betrieben. Auch wenn sie nicht voll erwerbsfähig sein können im Sinne dessen, was ein Arbeitgeber im Austauschverhältnis zu einer Produktentwicklung braucht. Das ist eine ganz andere Motivation. Aber das hat uns dabei, also vor 10 Jahren ist es ja nun gewesen, sehr bewegt, dass wir eben nicht wollten, dass Menschen, die Hamburger Werkstatt haben Sie vorhin genannt, da stehen nachmittags um 4 20 Busse auf dem Hof und holen Menschen mit Behinderung ab. Das geht auch nicht anders. Ich bin auch nicht romantisch und sage, man kann alle Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt bringen. Aber es ist auf jeden Fall immer schöner, es anders zu machen. Und ich habe hier eben gerade mit der bayerischen Wirtschaft diskutiert. Das geht ja schön so online von einem zum anderen. Da habe ich das Beispiel von Daboven erzählt und dass Daboven dann eben den Kaffee nicht mehr in die Werkstatt gebracht hat, sondern wir die Menschen zu Daboven. Und die kriegten Pullover von Daboven und gingen mit der Belegschaft von Daboven am Wochenende zum HSV. Das ist nun auch traurig, das zu tun, aber das ist allemal besser, als es in der Werkstatt zu machen. Und man muss die Grenzen nach draußen schieben, soweit es irgend möglich ist. Und sie sind weiter möglich, als man denkt. Wir als BA sind gar nicht zuständig, weil es sich gar nicht um Erwerbsfähige handelt. Aber ich finde, entweder Budget für Arbeit, ausgelagerte Arbeitsplätze. Damals haben wir das Budget für Arbeit zu meiner Zeit als Senatorin illegal gemacht, weil man es mit BSAG-Mitteln noch nicht durfte. Ich finde, die Möglichkeiten zur Ausgliederung sind nicht ausgereizt. Und da muss man alles tun, was möglich ist. Also eben in Bayern haben wir ganz viel über Integration geredet. Da waren ziemlich fantasievolle Beiträge, was alles geht. Das glaube ich, da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Herr Scheele, man muss ja auch mal eines sagen, als Sie damals die Werkstätten zusammengelegt haben, musste ja kein einziger Beschäftigter gehen. War ja auch nochmal eine Meisterleistung. Insofern denke ich mal, muss das ja gar nicht so ein Widerspruch sein, auf die Wirtschaftlichkeit auf der einen Seite zu schauen und auf die gesellschaftlichen Aspekte auf der anderen Seite. Herr Tretow, die Elbe-Werkstätten haben für sich den Anspruch und auch Alsterarbeit haben für sich den Anspruch, Wegbereiter der Inklusion zu sein, Autonomie und Selbstbestimmung im beruflichen Leben der Menschen mit Behinderung zu erweitern. Das ist ein hoher Anspruch. Sagen Sie, dem werden Sie auch jeden Tag gerecht oder ist das ein Anspruch, wo Sie erstmal hin müssen? Also ich würde noch mal ganz kurz zurückblicken wollen auf das Jahr 2010, 2011. Also wir hatten tatsächlich eine Situation in den Elbe-Werkstätten, die sehr desolat gewesen ist. Und wenn wir hier über Entgelte sprechen und Entgelterhöhungen, dann muss man sagen, ein Unternehmen, was für gute Arbeit gutes Geld zahlen will, das muss wirtschaftlich funktionieren. Und das, was wir, also was Dele Schiele und ich hier vorgefunden war, war nicht funktionabel. Und das haben wir umstrukturiert. Wir haben uns entschieden, aus diesem Konzern, der unübersichtlich, intransparent war, ein Einzelunternehmen zu machen. Und das war erstmal eine Grundvoraussetzung, um wirtschaftlich hier gut zu arbeiten. Die gesamte Ausrichtung war gewesen, dass wir eigentlich das Ziel hatten, mit den Beschäftigten gute Arbeit zu organisieren, die auch gut entlohnt wird. Und dazu brauchen sie gute Kunden und sie brauchen Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen, die bereit sind, Menschen bei sich arbeiten zu lassen in Außenarbeitsgruppen und die auch bereit sind, dafür gutes Geld zu zahlen. Und wenn wir, da stimme ich mit Herrn Abels überein, wir sind hier in der Taschengeldsystematik. Im Durchschnitt im Bund gibt es ein Entgelt von 215 Euro. Aber es ist auch deutlich, dass Hamburg mit Bayern zusammen an der Spitze steht. Das sind dann 250 Euro, das ist alles nicht wenig, nicht viel, es sind aber immerhin 20%. Und das Zweite, was wir erreicht haben dadurch, ist auch, dass wir seit mehreren Jahren in der Lage sind, zumindest die Entgelte bei den Elbe-Werkstätten entsprechend der Tariferhöhungen der tariflichen Mitarbeiter anzupassen. Also wir haben die gleiche Tarifsteigerung. Und das, glaube ich, muss man sagen, es war notwendig, diese Umstrukturierung zu machen. Und ich glaube, das haben wir auch sehr gut hinbekommen. Und das wollte ich hier nochmal unterstreichen. So, jetzt aber zu meiner Frage. Jetzt zu Ihrer Frage. Ne? Also natürlich, wir sagen bewusst, dass wir Wegbereiter der Inklusion sind und nicht Teil der Inklusion.
weil wir wie Inklusionsunternehmen und auch wie Werkstätten und auch andere Einrichtungen immer eine Sondereinrichtung sind. Also wir würden das ja erst dann überwinden, wenn Menschen mit Behinderung genauso in Unternehmen arbeiten können wie alle anderen auch. Und es geht eigentlich auch nicht darum, das wurde heute Morgen auch schon gesagt, hat Herr Heil heute auch ganz deutlich gesagt, die Werkstätten abzuschaffen. Es geht einfach darum, dass Herr Abels und seine Kollegen entscheiden können, ich möchte lieber in einer Werkstatt arbeiten, weil ich da mit meinen Kollegen mich sehr gut zusammenarbeiten kann, mich mit denen gut austauschen kann. Oder ich habe aber die Möglichkeit, meinetwegen zu Stillge zu gehen und dort zu arbeiten und nach mit einem Tarifvertrag auch entlohnt zu werden. Und das müssen wir, glaube ich, erreichen. Und wir sind mit dem Budget für Arbeit, was hier in Hamburg ja auch als Musterprojekt, wie auch in Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen, gestartet wurde, was jetzt mit dem Bundesteilhabegesetz bundesweit eingesetzt werden kann, haben wir recht gute Erfolge. Wir haben immerhin in Hamburg über 350 Vermittlungen hier erreicht. Und damit sind wir im Vergleich zu anderen Bundesländern, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Also Wegbereiter der Inklusion. Frau Jeck, unser Thema heute ist ja aus gestern lernen. Nun sind Sie ja studierte Sozialpädagogin, haben seit 1979 Erfahrungen in der Sozialarbeit mit Menschen mit Behinderung gemacht. Sogar in einer Werkstatt haben Sie dort gearbeitet, in der Kindersozialarbeit, Jugendarbeit haben Sie gearbeitet, im gemeinwesenorientierten Sozialarbeit gemacht, Sozialverwaltung gemacht. Sie kennen sich also wirklich aus. Würden Sie denn sagen, wir haben wirklich ausreichend aus gestern gelernt? Sie merken, dass ich nachdenklich werde und dass das Antworten auf diese Frage wirklich mir schwer fällt. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, es ist einiges gelernt worden und es gibt noch viel, viel, viel zu tun. Ich habe in dem Vorgespräch mit Ihnen auf einen behinderten jungen Mann hingewiesen, der in die Öffentlichkeit mit seinen Ängsten gegangen ist, zu Pandemiezeiten besonders gefährdet zu sein. Und unsere Diskussionen laufen ja darüber, dass wir die Gesundheitssysteme stärken und dass wir Maßnahmen in der Politik ergreifen. Und ich muss es leider hier an der Stelle sagen, dieser Begriff der Triage, der ja im Raum steht, wenn das Gesundheitssystem überlastet, bringt mich so in Unruhe. Und da auch als Politikerin und ich komme da auf Ihre Frage zurück. Also meine Hoffnung ist, dass wir ganz viel aus der Vergangenheit gelernt haben. Und Dr. Sven Tode hat aus der Vergangenheit, besonders aus der NS-Zeit, berichtet. Und dahin darf es nie wieder führen. Und ich sehe mich und auch meine Kolleginnen und Kollegen hier in der Landespolitik sehr in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Menschen hier selbstbestimmt leben können. Und ich komme auch noch mal auf den Begriff der Fürsorge. Und ich nehme ihn gerne an dieser Stelle rein, weil wir wollten ja weg von der Fürsorge zur Selbstbestimmtheit. Und ich sehe da an dieser Stelle keinen Widerspruch. Also dafür zu sorgen, Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf selbstbestimmtes Leben. Und wir alle sollten miteinander fürsorglich umgehen, ob wir jetzt behindert sind oder nicht. Und ich denke, wir haben einiges überwunden, aber wir müssen weiter in der Vorsicht bleiben. Ja. Frau Stumpf, Sie erleben das ja mit Ihrem Sohn tagtäglich. Wie würden Sie denn sagen, hat die Gesellschaft denn wirklich schon den Schritt geschafft von der Segregation hin zur Inklusion? Ganz einfach nein. Vielleicht darf ich noch eine kurze Einführung machen. Ich bin nicht mehr die Vorsitzende der LAG. Wir hatten neulich Wahl und Heiko Kunert ist gewählt. Ich bin die stellvertretende Vorsitzende. Und Pelle, das wusste ich nicht, ja. Kein Problem, deswegen verkünde ich das hier nochmal. Und Pelle wartet schon ganz ungeduldig, weil er hier natürlich am Podium dabei ist, um Politik zu machen. Ilja Seifert, der Interessenvertreter aus Berlin, hat mal zu ihm gesagt, wenn du Politik machen willst, dann muss man deine Augen sehen. Und deswegen versucht er hier schon die ganze Zeit auf sich aufmerksam zu machen. Ja. Nee, das ist natürlich immer noch eine große Segregation. Und wir sehen gerade im Moment in der Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung die Ungeduld.
Es wird gefordert, der Mindestlohn für Werkstattbeschäftigte, für Menschen mit Behinderung überall. Es besteht eine ganz große Forderung nach dem Einstieg zum Ausstieg aus der Werkstatt. Insofern, Herr Schede, wenn Sie sagen, da war mal fast die Chance, dass die Werkstatt weg gewesen wäre, das wollte ich nicht aufmachen. Ich fände es schön, wir würden schon auch nochmal auf Artikel 25 UN-BRK hinweisen. Herr Scheele, erzählen Sie doch auch gerne nochmal die Geschichte von der Sozialbehörde von Menschen mit komplexen Behinderungen aus Tagesstätten, die auch arbeitsweltbezogen tätig sind. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Hamburg ist ein Lichtblick, gerade auch für uns Eltern, weil da so viel in Gang gekommen ist, weil das Budget für Arbeit von hier kam, weil es die Außenarbeitsplätze gab, weil es die Innovationen in den Tagesstätten gab mit Ausbildungen für Menschen mit komplexen Einschränkungen. Pelle arbeitet in so einem Angebot und findet das ganz toll. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, aber auch über die aktuellen Enttäuschungen zu sprechen. Also es gibt doch durchaus schon einige Bewegungen, Frau Stumpf. Das kann man denn doch schon wirklich sagen, dass auch die Gesellschaft... Aber wenn Sie mich nochmal ansprechen, Herr Ulrich, ich würde sehr gerne den Pass zu Herrn Schede spielen, der ja gesagt hat, eigentlich bin ich für euch gar nicht mehr zuständig. Meine Frage an ihn wäre tatsächlich, was machen wir mit Menschen mit psychischen Erkrankungen, die jetzt zunehmend in die Werkstatt kommen? Wie kann es gelingen, den ersten Arbeitsmarkt besser zu öffnen und zu sichern, dass Raoul Krauthausen, er hat ja gestern Abend oder vorgestern Abend diskutiert im MDR, wie kann es gelingen, dass wir mehr ersten Arbeitsmarkt herstellen, sodass wir und diese Sichtbarkeit, von der Sie gesprochen haben, dass wir die, dass wir Menschen mitnehmen, die bisher sagen, wir haben mit Behinderung noch nichts zu tun. Na gut, dann gebe ich mal den Ball weiter, Herr Scheele, bitteschön. Also ich meinte mit dem, dass wir nicht zuständig sind, das ist ja sowieso ein schrecklicher Satz, ich bin nicht zuständig, nicht, dass wir damit nichts zu tun haben wollen, aber natürlich ist die BA eine selbstverwaltete Sozialversicherung, die von ihren Beitragszahlern gesteuert und gelenkt und entschieden wird. Und Werkstattmitarbeiter, wenn ich es richtig weiß, sind keine Beitragszahler. Wir sind auch nicht für Menschen, die ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis haben, zuständig, schon wieder das schreckliche Wort, wie keine Beiträge zahlen, können wir nicht bedienen, wenn ich das mal so sagen darf, ganz formal. Auf der anderen Seite teile ich die Auffassung, wir müssen gucken, wenn ich fange nochmal anders an. Ich glaube, es wird immer den fürsorglichen, geschützten Raum von Werkstätten geben müssen für Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen, die im Arbeitsleben, bei dem, wie es gestaltet ist und wie man es auch nicht sozialstaatlich bremsen kann, nicht mithalten können. Ich glaube, das wird jeder sehen. Ich sehe deutlich mehr Ausgliederungsmöglichkeiten, auch in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung für Menschen mit einem Down-Syndrom. Da, glaube ich, geht mehr. Man muss dann eben gemeinsam mit seinen Eltern teilweise oder den Bezugspersonen auch diesen Mut haben, wenn ich es recht entsinne, gibt es in Hamburg immer eine Rückkehroption. Das vermeintliche, sage ich ganz deutlich, Privileg der frühzeitigen Erwerbsminderungsrente hinzunehmen. Dann ist man aber auch voll bei uns versichert und kriegt auch alle Leistungen. Aber der Punkt der psychisch Erkrankten, die schon vor 10 Jahren, ich weiß nicht, Rolf, ein Viertel der Menschen mit Behinderung bei uns ausmachten, das ist, glaube ich, ein ganz besonderes Thema, das zurzeit zunimmt. Ich mache nicht auf diesen relativ platten Weg mitgehen, die Arbeitswelt ist so schrecklich, es sind alle psychisch krank. Das halte ich für nicht sinnvoll. Ich glaube, es gibt ganz viele Gründe, warum man eine psychische Erkrankung erleiden kann, die auch sozusagen am Ende zur Nicht-Arbeitsfähigkeit führt. Aber da gibt es Bedarf, über Integrationsbetriebe und andere Mittelwege doch den Zugang zum Arbeitsmarkt zu eröffnen und sie nicht in eine Werkstatt kommen zu lassen, wenn es irgendwie möglich wäre. Und der Kern ist, glaube ich, die Sichtbarkeit und die Begegnung. Also ich glaube, wenn man keinen Menschen mit Behinderung kennt und wenn man nicht in den Tagesstätten war, wie Sie eben gesagt haben, und nicht weiß, dass es sich immer mal komisch anhört und sowas, dann kann einem das doch nicht egal sein. Und sagt, da gehe ich hin und da mache ich das. Aber wir müssen, glaube ich, die Begegnung auch in solchen Kreisen möglich machen oder zur Selbstverständlichkeit machen, damit man sagt, ja, das gehört auch zu einer wohlhabenden, schönen Stadt wie Hamburg. Ist kein Makel, es gehört einfach dazu, genau wie auch Obdachlose und Reiche und Arme und so weiter. Und davon würde ich auch sagen, sind wir doch ein bisschen entfernt. Und da trägt
die Zivilgesellschaft ein Teil der Verantwortung, aber ich glaube, dass die Politik sozusagen durch Setzung von Rahmenbedingungen und Begegnungsmöglichkeiten und Öffnung von Einrichtungen, wie es ja in der Psychiatriereform dann auch war, den Hebel in der Hand hat. Aber es geht nicht sozusagen, Sie können jetzt nicht, damit meine ich jetzt nicht im unmittelbaren Falle, man kann nicht den BA-Chef anrufen, der drückt auf den Knopf und dann passiert es. Das würde ich jetzt ja machen, habe den Knopf aber nicht, sondern das ist ein Kampf um die Köpfe, ehrlich gesagt. Und der geht nur über Begegnungen. Und wenn man keine Begegnung hat, findet man das fremd. Das ist aber nicht fremd. Und man kann es nur nicht fremd finden, wenn es zu einem gehört. Und das ist, ja, das ist lange, stimmt. Herr Scheele, ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Und jetzt haben wir auch eine Menge Politik gemacht. Ich will nochmal wieder zurück auf unser Thema eigentlich gehen, ob wir denn ausreichend aus der Vergangenheit gelernt haben und wie es denn jetzt aussieht. Und Herrn Abels dabei fragen, jetzt reden wir, nachdem wir ja viel gelernt haben aus der Vergangenheit, viel über Teilhabe, über Inklusion, über Selbstbestimmung. Wie empfinden Sie denn das Reden darüber? Sind das Lippenbekenntnisse oder ist das wirklich ernst gemeint? Also ich hoffe nur, dass es ernst gemeint ist. Meine Befürchtung ist, dass sehr viele Lippenbekenntnisse dabei sind. Ich habe in meiner Vergangenheit sehr viel erfahren, auch von anderen. Und da war nicht nur Gutes, sondern auch viel Schlechtes bei. Und insofern, ich bin mit gemischten Gefühlen dabei. Und für mich wäre es am schönsten, wenn die Wirtschaft so weit ist, dass die Werkstätten einfach überflüssig sind. Nicht, dass sie aufgelöst werden müssen, sondern dass sämtliche Menschen mit Behinderung oder mit Handicap, sage ich mal, ist in meinen Augen ein schöneres Wort, eine Anstellung irgendwo kriegen. Und aber das bleibt ein Zukunftstraum, denke ich mal. Aber es wäre echt schön. Ja, ein bisschen mehr. Herr Ulrich, kann ich darauf eine Frage stellen? Sie dürfen gerne eine Frage stellen. Ja, Herr Abel, also das habe ich jetzt gelernt, dass ein Grund wohl ist, dass die Zuständigkeiten in der BA nicht beieinander liegen. Also der Ansprechpartner für die Wirtschaft ist nicht derselbe wie der Ansprechpartner für den Betroffenen oder seine Unterstützer. Wie ist das, Herr Scheele? Weil das ist ja ein wichtiges Thema, dass Firmen Beratung bekommen, wie sie Mitarbeiter gewinnen können mit Behinderung. Also, und dass das vereinfacht und entbürokratisiert wird. Ich will mich jetzt nicht wieder dem Vorwurf aussetzen vom Moderator, weil hier würde ja viel über Politik geredet. Das System ist so, wir können nur zuständig sein für Beitragszahler. Aber wir werden auch nur aus Versicherungsbeiträgen bezahlt. Also jeder Arbeitgeber, jeder Arbeitnehmer bezahlt aus seinem Entgelt einen Beitrag zum Überleben der BA. So, und die Beiträge zahlen, kriegen Leistungen. Die, die keine Beiträge zahlen, ob behindert oder nicht, kriegen keine. Und wir können auch nur Menschen in unser Vermittlungs- und Beratungsgeschäft aufnehmen, die in den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt werden können, mithin arbeitsfähig sind. Ich glaube, Herr Scheele, das sagten Sie schon. Und jetzt muss ich Sie wirklich stoppen, Frau Stumpf, weil Sie kapern gerade hier diese Diskussion und wollen aktuelle Politik sozusagen machen. Aber wir wollen ja so doch ein bisschen über gestern sprechen. Aus gestern lernen ist ja unser Thema heute. Das ist aber das Budget für Arbeit. Im Grunde hat ja Hamburg eine Tritthilfe gemacht in den ersten Arbeitsmarkt hinein. Das ist doch die große Erkenntnis der letzten Jahre gewesen, dass es aus Hamburg kam. Also ich finde, darauf sollte man sich auch ein bisschen ausruhen auf den Lorbeeren. Also Herr Scheele, jetzt nochmal zum Thema Budget für Arbeit. Oder Herr Tretow, wollen Sie dazu was sagen? Lassen Sie mal Herrn Tretow, ja. Ich bin nicht gleich angemeckert. Ja, genau. Ich habe es besser, ja. Also ich glaube, dass das Budget für Arbeit ist natürlich eine ganz tolle Sache. Aber ich glaube auch, dass wir das als Instrument viel stärker noch einsetzen müssen. Also wir haben am Anfang des Jahres mit der zuständigen Staatsrätin in der Sozialbehörde darüber gesprochen und uns überlegt, wie können wir eigentlich mehr Vermittlungen über das Budget für Arbeit hier in Hamburg realisieren können. Und ich glaube, da ist die Bundesagentur sicherlich auch ein Thema, aber das wesentliche Thema ist die Vernetzung mit der Wirtschaft, mit den Wirtschaftsverbänden. So. Und wir haben morgen eine Podiumsdiskussion, wo auch ein Mitglied eines Wirtschaftsclubs dabei ist.
Und das glaube ich, fehlt so ein bisschen in der Werkstattlandschaft. Wir müssen eine Lobby haben in der Wirtschaft, so. Und das Thema da stärker platzieren. In Hamburg haben wir die glückliche Lage, dass durch die große Zahl an ausgelagerten Arbeitsplätzen wir schon viele Wirtschaftsunternehmen haben, die mit uns kooperieren, also mit Alsterarbeit und mit den Elbe-Werkstätten. Aber wir müssen jetzt auch den nächsten Schritt machen und sagen, okay, es ist nicht nur so, dass wir Menschen euch zur Verfügung stellen, die letztendlich noch auf unserer Payroll, also von uns noch bezahlt werden als Werkstatt, sondern es muss eigentlich umgedreht werden. So. Und da muss man, glaube ich, neue Konzepte auch entwickeln. Und mein Ansatz ist ja immer, wir reden ja auch viel über Inklusionsunternehmen. Warum gründen wir nicht Inklusionsabteilungen in Firmen, die von den Firmen dann auch finanziert werden und wo dann ein Gruppenleiter, der bei uns vorher gearbeitet hat, dort als Mitarbeiter und als Gruppenleiter, als Abteilungsleiter dieser Menschen, die mit Handicap dort arbeiten, dann fungiert und dort auch von denen bezahlt wird und das eben mit einem Unterstützungsbudget. Und wir müssen uns also über ganz neue Instrumente Gedanken machen, die dazu führen, dass die Arbeitgeber sich auch wirklich in der Lage versetzt werden, mit den Menschen mit Behinderungen zu arbeiten. Das ist ja nicht nur ein Kennenlernen, sondern es sind auch besondere Herausforderungen, um Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsprozess einzugliedern. Projekt dazu, bitteschön. Ja, aber mit Mikro am besten. Ich würde es gerne flankieren, was Herr Tretow gesagt hat. Und in das Jahr 2012 gehen, da hatten wir Detlef Scheele als Sozialsenator. Und darf ich sagen, dass du der Vater des Hamburger Budget bist, dass das jetzt auch auf Bundesebene in das BTHG, das Bundesteilhabegesetz, aufgenommen wurde. Und ich kann nur Karin Stumpf bestärken, dass das ein sehr, sehr gutes Instrument ist. Es kann noch viel mehr getan werden, das hörten wir gerade von Herrn Tretow, aber dennoch, es ist Fakt, dass es ein sehr, sehr gutes Instrument ist, das wir hier in Hamburg sehr ernst nehmen. Und jetzt auch, ich habe es eingangs heute Mittag schon mal gesagt, in unsere Haushaltsberatung mit reinnehmen, dass wir da auch den Rahmen stecken und da auch bereit sind, finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, dass dieses Instrument auch weiter genutzt werden kann. Und ich gehe noch mal ganz kurz auf meine berufliche Praxis zurück und gebe hier mal ein Beispiel. Ich war in Personalverantwortung in einer Einrichtung der Altenhilfe. Und wir haben im Hauswirtschaftsbereich und in der Küche über das Hamburger Budget Mitarbeiterin eingestellt und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht über Assistenz. Bei uns war es die Hamburger Arbeitsassistenz, die uns als Arbeitgeber unterstützt haben und das war so eine Win-Win-Situation. Wir müssen es vielleicht noch mehr publik machen und mehr noch dafür werben, aber wir sollten wirklich, dass es auf diesem Weg bleiben und natürlich gerne auch noch weitere Instrumente entwickeln. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Jeck. Herr Dr. Tode, ich denke oftmals, vielleicht sind es auch ganz tief sitzende menschliche Gedanken, die vielleicht schon Jahrhunderte alt sind, die immer noch in uns wirken. Sie haben die luthersche Empfehlung genannt, man solle Wechselbälge ersäufen, was ja unsäglich ist geradezu, aber eben auch in der Reformationszeit kam ja auch diese Erwerbsethik dazu, die, glaube ich, ganz tief in uns steckt. Also bei uns muss ein Mensch immer irgendwie was leisten, damit er auch Unterstützung erhält. Das ist tatsächlich so und diese protestantische Ethik, die man ja dann auf Luther zurückführt, die findet man natürlich in katholischen Bereichen auch, aber nicht so stark und noch viel stärker im Calvinismus. Also wenn Sie jetzt nach Holland oder in die Schweiz gucken, ja, also da sind Sie ja nur dann auserwählt, wenn Sie erfolgreich sind oder vielleicht, Sie hoffen, dass Sie dann auserwählt sind. Also insofern ist das richtig und wie gesagt, es prägt viel länger. Denken wir doch mal an Antisemitismus. Wie lange haben wir Antisemitismus und haben wir immer noch nicht überwunden? Oder Antiziegismus. Also wir können ja auch in andere Bereiche gehen. Wir müssen ja nicht nur bei Menschen mit Behinderung sein, wo wir merken, wie langfristig sozusagen Vorurteile bestimmend sind. Wie lange durfte man zum Beispiel keinen Farbigen heiraten? Ja? Wie wurde das angeguckt? Ich zum Beispiel habe einen sehr guten Freund in Polen, ja? Der hat sich und dessen Sohn hat sich in eine Vietnamesin verliebt. Ja? Das wird ihm also jetzt vorgeworfen von der Oma. Wie kannst du denn? Und so weiter. Also, und es gibt also viele, viele verschiedene Vorurteile. Und da bin ich ganz bei Frau Jeck, die sagt, wir müssen uns alle
fürsorglich verhalten. Jeder Mensch hat seine Besonderheiten und jeder Mensch hat etwas Positives und aus dem wir was lernen können. Und wenn ich jetzt mir den Pelle zum Beispiel angucke und dann sehe ich dann und dann denke ich zum Beispiel an Herrn Hawkins. Ohne Herrn Hawkins wüssten wir gar nichts vom Schwarzen Loch. Ja, um das mal so zu sagen. So, also das heißt, wir haben da ganz viele und der war nun mehrfach behindert, so, und es wurde ja auch immer schlimmer und trotzdem hat er so viel uns gegeben an Erkenntnis, an Weitsicht, an Sachen, die wir sonst gar nicht wüssten, so, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich würde vielleicht noch einen Satz gerne historisch sagen. Also ich habe hier darauf hingewiesen, dass Kriegsopfer ganz anders alimentiert werden als Sozialopfer. Das, finde ich, gehört längstens abgeschafft. Und ich kann das deswegen so genau sagen, mein Vater war 100% kriegsbeschädigt und meine Mutter war 100% sozial beschädigt, weil sie nämlich psychisch krank war. Und sie wurden total unterschiedlich bezahlt, sie wurden total unterschiedlich anerkannt. Und es war für meinen Vater viel einfacher, einen Job zu bekommen, als für meine Mutter. Also um das nur mal so zu sagen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und da finde ich, wurde ja eben auch mehreres zu gesagt. Und das Zweite, um aber auf Herrn Scheele zu kommen, er hat natürlich völlig recht. Die Zuständigkeit ist bei ihm nicht gegeben. Andererseits hat aber, glaube ich, kaum jemand, so wie Herr Scheeles Agentur, so viel Einblick in das Arbeitsleben wie die Arbeitsagentur. Weil sie ja alle Berater haben, die sozusagen mit Unternehmen tagtäglich zu tun haben und zu überlegen, wie können wir Menschen, die bei uns arbeitslos gemeldet sind, vermitteln. Das ist ja sozusagen, das ist ja die große Aufgabe. Und natürlich vermittelt die Arbeitsagentur gerne diejenigen, die auf deren Payroll steht. Nämlich in dem Moment, wo sie nicht mehr das Arbeitslosengeld bekommen, sondern in einen Beruf vermittelt worden sind. Wo ist denn aber die Vermittlungsagentur für Menschen mit Behinderung? Und warum könnte man nicht das auch sozusagen machen? Denn da hat man ganz viel Fachwissen in dieser Behörde, die täglich in Arbeitsbereiche gehen und die dann vielleicht auch gerade in Niedriglohnsektor und in anderen Strukturen dort etwas vermitteln können. Und das, finde ich, ist durchaus eine Sache, die man auch in die Zukunft denken könnte. Und insofern glaube ich, wir verschenken auch sehr viel Potenzial. Und wie Herr Scheele schon richtig gesagt hat, es muss viel, viel sichtbarer sein. In Schulen ist es sichtbar, im Alltag ist es sichtbar, aber wir sind in der Arbeitswelt noch gar nicht da, wo wir meines Erachtens sein sollten. Projektdirektor dazu, bitteschön. Ja, nur ganz kurz zu dem Angebot der Beratung und Vermittlungsmöglichkeiten. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Integrationsämter mit den diversen Beratungen haben und speziellen Beratungen. Und wir haben auch in Hamburg ein Jobcenter, findet sich in Altona, wo Menschen mit Behinderungen sich hinwenden können und da auch spezielle Möglichkeiten haben. Aber ich will diesen Appell nicht mindern. Es kann noch mehr getan werden und ich fühle mich sehr aufgefordert dazu. Herr Abels, Sie arbeiten ja in einer Werkstatt. Jetzt frage ich Sie mal direkt, können Sie sich das denn gut vorstellen, auch sozusagen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten, quasi außerhalb des Schutzes der Werkstatt und auch des sozialen Lebens, was hier ja auch stattfindet? Ja, unbedingt. Allein schon wegen der Bezahlung, ja. Die, wie gesagt, sehr niedrig ist in einer WFBM. Auf der anderen Seite bietet eine WFBM einen großen Schutz, die es auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht gibt. Das gibt es Ellbogengesellschaft, die gibt es in der Werkstatt zwar auch, aber noch lange nicht so sehr stark wie auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und ich bin leider nicht in der Lage, wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. Und deswegen bin ich in einer WFBM. Das würde ich nicht für alle Zeit so sehen, sondern im Moment würde ich sagen vielleicht. Langfristig kann das anders aussehen. Frau Stumpf, jetzt kann ich Pelle gerade nicht mehr sehen, aber ich denke, er sitzt noch neben Ihnen. Wenn er mir selber antworten kann, sehr gerne, sonst Sie vielleicht stellvertretend für ihn. Sie haben gesagt, mit seinem jetzigen Arbeitsplatz ist er eigentlich ganz zufrieden oder würde er sich doch noch einen anderen wünschen? Pelle hat gar keinen in dem Sinne Arbeitsplatz, okay. Weil er ja ist. Ich muss mich erst mal anstellen. Nee, Sie können Sie hören, ja. Er ist ja ausgeschlossen von Arbeit, weil wir in Deutschland ja das Prinzip haben, dass Menschen, die nicht zumindest maßverwertbare Arbeit in der Lage sind, ja, dann auf die Tagesstätten verwiesen werden. Ja. Und dadurch, dass Hamburg ja nicht wie in Nordrhein-Westfalen das Gebilde hat, eine Werkstatt mit Tagesstätte integriert, ist das eben etwas anderes als Arbeit. Aber ich finde, es ist eine große Errungenschaft, dass wir in Hamburg eine Ausbildung auch in Tagesstätten haben
Und ich glaube, dass Pelle sehr profitiert, der das jetzt eben so erlebt und der jetzt aber auch nur eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne hat, weil er Bronchitis hat. So, klar. Ich wollte nochmal diesen tollen Gedanken von Herrn Treto gerne aufgreifen zu dem Thema mehr in der Wirtschaft Integrationsorte zu schaffen. Also diese im Grunde so ähnlich, wie wir das ja auch in der Inklusionsdebatte von Schulen erleben, dass sich also die Sonderschulen als Berater für Regelschulen wahrnehmen. So könnte man das ja auch übertragen in den Arbeitsbereich, dieses Empowerment. Ich glaube aber, dass diese Wirtschaftsverantwortlichen, die das machen, Unternehmen, die das machen, die brauchen auch einen Partner in der Verwaltung. Und das wären nicht die Integrationsämter allein. Oder zumindest bräuchten sie auch Unterstützung durch die BA. Das also schätze ich so ein, dass es da eben auch einen entsprechenden Wissenszuwachs und Beratungszuwachs geben muss für Menschen mit Behinderung und für die Unternehmen. Das ist ein ganz spannendes Modell, Herr Treto. Vergessen Sie Ihr Mikro nicht, Herr Treto. Ohne das können wir Sie nicht hören. Ja, also ich glaube aber, dass wir in Hamburg, ja, das sagte ja auf dem Weg schon. Genau, wir sind schon relativ weit und ja relativ man wundert weit. Sich, wer alles in, ich wollte nur sagen, wer alles in Werkstätten ist, in anderen Bundesländern, die in Hamburg schon Arbeit woanders gefunden haben. Das erstaunt mich doch sehr, wenn ich die Filmbeiträge sehe. Ja. Und ich glaube, das, was wir hier haben, sind sehr gut funktionierende Integrationsfachdienste, gut funktionierende Integrationsämter. Wir haben ein gutes Jobcenter, wir haben eine gute BA. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann kann man diese Beratungsleistung auch erbringen. Und wir haben ja gerade beim Budget für Arbeit auch gesehen, dass wir die Beratungsleistung sowohl auf die Schultern der Integrationsfachdienste gelegt haben, als auch der Werkstätten. Und das war ganz wichtig, weil die Menschen, die aus den Werkstätten in das Budget gegangen sind, hatten dadurch die Wahl. Sie konnten sich etwa für einen Integrationsfachdienst entscheiden oder sie sagten, nein, meine Bindung zu der Werkstatt, die ist so gut, zu dem Sozialpädagogen, zu dem FAP, dass ich von denen auch, oder von dem Integrationsbegleiter, dass ich von dem auch weiter beraten will. Und darum sind wir, glaube ich, in Hamburg auch ein großes Stück weiter, weil wir diese Diskussion, die in anderen Bundesländern geführt wird, dass die Werkstätten völlig außen vor genommen werden aus der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt, dass wir diese Diskussion so nicht geführt haben, ist ein Erfolgsfaktor. Und ich glaube, wenn wir die Idee, die ich da habe, dass wir sagen, wir schaffen Integrationsabteilungen oder Inklusionsabteilungen in Unternehmen, die dann auch begleitet werden vom Fachpersonal, das von den Werkstätten gestellt wird und dann auch vielleicht sogar übergeführt wird bei den Arbeitgebern, dass wir dort sehr viel erreichen könnten, weil die Beratungsleistung der Werkstätten ist, glaube ich, gut und die die Verbindung in die Wirtschaft hier in Hamburg ist bei Alster, aber bei Elbe sehr, sehr ausgeprägt mittlerweile schon. Herr Dr. Tode, wir müssen natürlich, wenn wir über aus gestern Lernen sprechen, natürlich auch über die Nazizeit sprechen. Sie haben sie kurz angesprochen. 7000 Menschen mit Behinderung haben damals den Tod gefunden durch die fürchterlich sogenannte Euthanasie. Vor 10 Jahren hätte ich gesagt, sowas kann einfach nicht wieder passieren. Heute, nachdem alles, was alles in der Weltgeschichte passiert ist, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Wie ist das bei Ihnen? Wie gesagt, sie halten sich sehr lange, diese Vorurteile und auch die Frage von Verwertbarkeit in aller Funktion. Und wir sind ja in einer Gesellschaft, wo es immer schneller und weiter und sozusagen, wo es hektischer wird. Auch das ist, glaube ich, auch eine Anforderung, die wir in der normalen Arbeitswelt sehen. Denken Sie an die ganzen Fragen, die wir vorher nicht hatten, von E-Mails angefangen, von Faxen, von der permanenten Verfügbarkeit über Handys, Mobiltelefone und so weiter und so weiter. Und in dem Moment, wo so ein Druck entsteht, entsteht natürlich auch die Frage, was passiert mit allen denen, die diesen Druck nicht aushalten können oder denen wir diesen Druck gar nicht erst aussetzen, weil sie vielleicht ein Handicap haben. Insofern ist das natürlich die Verwertbarkeit, die immer schneller wird und die auch in der Gesellschaft immer schneller wird, wo wir auch zum Beispiel mittlerweile im Vergleich zur Nazizeit eine ganz andere, zumindest in den 30er Jahren, eine andere Beschäftigung von Frauen zum Beispiel haben. Ja, also dass wir sozusagen in der Familie, die Familienarbeit auch noch dazu kommt, die geteilt wird, plus Arbeit und so weiter. Wenn Sie diese Verdichtung von Arbeit sehen, dann fragen Sie natürlich die Menschen, die Arbeit haben, was machen eigentlich die, die keine Arbeit haben? Und dann sind wir sehr schnell wieder in der Diskussion, da gibt es ja Menschen, die pflegen andere, die eigentlich
in Anführungsstrichen nicht nützlich sind oder nicht bewertbar sind oder nicht belastbar sind. Und dass man dagegen wirken muss, und das ist ja genau das, was wir jetzt hier erleben, das ist ja einfach falsch. Ja, wir sehen ja ganz vieles, und wie vieles erleben wir, was wir sonst gar nicht erleben würden von Menschen mit Behinderung. Wie viele Impulse kriegen wir sozusagen, ganz andere Formen von Impulsen, aus denen wir lernen, aus denen wir zum Beispiel Arbeitsabläufe lernen, die uns gar nicht so bewusst sind, wo wir also sozusagen Hilfestellungen bekommen, wo wir lernen voneinander. Und das ist der Witz von Inklusion. Es ist nicht eine Einbahnstraße, sondern es ist eine wechselseitige Beziehung, und die kann aber nur funktionieren, wenn sie überall auch gelebt wird. Also wie gesagt, in der Schule, in der Gesellschaft, aber auch im Arbeitsmarkt. Und diese Wechselseitigkeit kann aber auch nur dann funktionieren, und deswegen nochmal vielleicht auf meinen Wunsch zurückgehend, wenn ich das nochmal einflechten darf, kann auch nur dann funktionieren, wenn es auch ein selbstbestimmtes Leben gibt. Wenn Herr Abel sagen kann, ich entscheide mich für die Werkstatt, aber vielleicht entscheide ich mich in einem Jahr für eine andere Situation. Weil ich dann zum Beispiel sehe, da kommt ja mein Kollege zurück und sagt, das ist ganz toll, das will ich mal kennenlernen, da möchte ich mal hin, das möchte ich mal erleben. Wie macht man das? Wie ist man das? Und dann gibt es eine Wechselwirkung in diesem Arbeitsprozess, und dann sehen wir auf einmal, dass das eben Menschen sind, die eine ganz andere, aber durchaus auch wichtigen Impuls in die Gesellschaft geben können. Und vielleicht mehr noch, Herr Dr. Thode, vielleicht brauchen wir diese Menschen auch händeringend, Herr Scheele. Ich würde Sie gerne nochmal ansprechen auf die Situation unserer Arbeitswelt, wie sie sich entwickeln wird. Da kommt es natürlich sehr auf Qualifizierung an. Das ist das A und O. Sie haben aber auch in der Corona-Krise das Problem des Fachkräftemangels angesprochen und davor gewarnt. Sehen Sie Potenziale, dass wir den Fachkräftemangel möglicherweise auch mit Menschen aus Werkstätten bewältigen können? Also ich würde gerne unter Teilhabegesichtspunkten ein Plädoyer für Realismus halten. Ich glaube nicht, dass die Werkstätten, wenn sie richtig belegt sind und nicht falsch belegt sind, hier ist ja auch gesagt worden, wir sind in Hamburg besser, weil Menschen, die bei uns draußen in Anführungsstrichen sind, sind in NRW drin. Ich glaube, es gibt einen Personenkreis, das habe ich eben auch mit der bayerischen Wirtschaft gesagt, die wilde Träume hatten. Der braucht Unterstützung im Arbeitsleben. Und sei das Arbeitsleben auch noch so einfach und so besonders, ist es trotzdem tagesstrukturiert und ein Wert für die Menschen. Aber sie können nicht mithalten, wenn ich zählen kann, zum Beispiel, kann nicht mithalten. Und man wird auch kaum Assistenz schaffen können, sowas im betrieblichen Alltag. Also mir fehlt die Fantasie, und ich glaube, ich bin der Letzte, dem unterstellt wird, ich würde nicht an Integration interessiert sein oder an Inklusion interessiert sein. Absolut. Aber vielleicht darf ich Ihrer Fantasie ein bisschen, bisschen nachhelfen. Sie können gleich nachhelfen, wenn ich fertig bin. Ja. Wir haben, als ich Senator war, aus einer Tagesstätte eine Arbeitsgruppe im 10. Stock im Senatorenbüro gebeten zu helfen. Die kamen zwei- oder dreimal die Woche, ich weiß es nicht mehr, und haben den Kaffeetisch für die Senatorenbesprechung nach der Senatssitzung gedeckt und liefen dann durch alle möglichen Büros, hier mal rein, da mal rein. Ich weiß nicht mehr, wer die Tagesstätte betrieb, die waren vorher da, sagten all den Mitarbeitern im Präsidialbereich, das sei ein bisschen gewöhnungsbedürftig, es wird sich auch mal der eine oder andere verlaufen. War dann auch so. Und es stimmt, es war ein Gewinn für den Senatorentrakt. Und es war auch ein Gewinn für die Menschen mit Behinderung. Aber unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten hatte das gar keinen Ertrag. Denn die Kaffeebecher landeten noch mal im falschen Zimmer, die Sekretärinnen liefen dann dahinterher. Aber darum ging es nicht. Es ging darum, einen Personenkreis sichtbar zu machen, in ein ganz normales Arbeitsverhältnis zu geben und die Möglichkeiten zu schöpfen, die die Menschen haben. Und darum, glaube ich, geht es bei Inklusion. Und dahinter verbarg sich nichts für Fachkräfte. Damit überfordert man alle und macht es eher kaputt. Also davon würde ich abraten. Und jetzt können Sie mich nochmal fragen, was Sie mich noch fragen wollen. Jetzt habe ich ein kleines Beispiel für Sie. Ich kenne einen Schaltanlagenhersteller in Hameln, der hat händeringend Fachkräfte gesucht, um seine Schaltanlagen zu stecken, also zusammenzustecken. Und er ist auf den Trick gekommen, dass er gesagt hat, Mensch, wir haben doch Industrie 4.0, wir haben doch Augmented Reality, da kann ich sozusagen visuell zeigen, an welche Stelle muss welcher Teil gesteckt werden, und hat mittlerweile 12 Menschen mit Behinderung eingestellt, weil er einfach an keine Fachkräfte rangekommen ist in Hameln und für einen vielleicht nicht ganz so hochbezahlten Job dort in der Provinz. Das wäre doch vielleicht ein Ansatz. Vielleicht müssen wir die Digitalisierung da auch nochmal mit reindenken, Industrie 4.0 mit reindenken, um da die Möglichkeiten auszuschöpfen. Also ich glaube, dass Automatisierung und Digitalisierung
die Chancen für Menschen mit Behinderung, auch mit schwerer Behinderung am Arbeitsmarkt verbessern, weil sie Mobilität erleichtern, Kommunikation erleichtern und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, was dieser Mensch in Hameln für Menschen, Kollegen eingestellt hat, die das dann machen konnten. Also wer mal so eine Virtual Reality-Brille auf hatte, weiß, dass die Anforderungen nicht gering sind, damit sozusagen eine Produktivität zu erbringen, die irgendwie dem Durchschnittsarbeitnehmer entspricht. Jetzt direkt drauf projiziert. Ja, das weiß ich, hatte sowas schon mal auf. Nee, er hat es direkt auf die Schaltanlage drauf projiziert. Gut, also sei es drum, wenn man sowas macht, ich wäre für so ein Modell, wie Herr Tretow vorgeschlagen hat, dann wäre das ja gelöst. Dann muss die SPD-Fraktion mal einen Gesetzentwurf schreiben, der ins BTHG passt und den mit dem BMAS abstimmen. Dann wird man gucken, wie lange der Weg ist, da hinzukommen. Denn das wäre ja sozusagen die institutionelle Auslagerung einer Werkstatt in den allgemeinen Arbeitsmarkt unter anderen Bedingungen. Das, glaube ich, ist ein guter Vorschlag, den man sich gesetzgeberisch angucken muss. Der ist nicht utopisch. Aber zu glauben, also ich will noch mal, ich habe hier im Kollegenkreis, als ich bei Elbe angefangen habe, war ich in der Winterhuder Werkstatt in einer Arbeitsgruppe, um mal zu gucken, wie es da so ist. Und da wurden Puzzle zu einem Puzzle zusammengelegt. Rolf, du weißt das noch. Ich kam wieder und sagte, oh, das war ja spannend. Und dann wurden die Puzzleteile da reingelegt und am Ende waren dann die 24 Teile da drin und dann wurden die Teile auf eine Waage gelegt und bei Grün war das alles richtig, da waren nämlich 24 Teile vom Gewicht hier drin. Bei Gelb musste man nochmal gucken und bei Rot war es krachend falsch. Keiner der Mitarbeiter der Werkstatt konnte zählen. Und keiner hat auch verstanden, genau was wir tun. Das ist denen da gar nicht vorzuwerfen. Also hat man ein Umgehungssystem geschaffen. Und der junge Mann, der neben mir stand, sagte, und weißt du was? Bei Rot ist alles richtig. Ich sage, nee, bei Rot ist alles falsch. Du musst, wenn es oben leuchtet, ist es Quatsch. Wenn es unten leuchtet, können wir es rausgeben. Sagt, meinst du? Ich sage, ja, das ist genau das meine ich. Und das ist die Alltagssituation in der Werkstatt. Und jetzt erzählen Sie bloß keinem, dass daher die Fachkräfte kommen. Wir brauchen, erzählen Sie bloß keinem diesen Quatsch. Wir brauchen einen immer weiter geöffneten Schonraum für Menschen mit Beeinträchtigung. Daran kommen wir nicht vorbei. So, und den müssen wir so gestalten, dass es sichtbar ist, dass es nicht, möglichst nicht diskriminierbar ist, dass es weitergeht. Aber Menschen mit bestimmter Art von Beeinträchtigung, an dem Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarkts unter dem Fachkräfteaspekt zu messen, da würde ich doch mal sagen, nochmal nachdenken, bevor man den Mund aufmacht. Das werde ich tun, Herr Scheele. Vielen Dank für Ihr Plädoyer für einen erweiterten Schonraum. Ich bedanke mich auch an meine Podiumsgäste hier für die interessante Diskussion und auch an Frau Stumpf. Herzlichen Dank. Wir sind hier am Ende an dieser Stelle. Bedanke mich ganz herzlich bei meinen Teilnehmern.